befassen und beschränke mich auf die wichtigsten 5 Punkte, die jeder von Ihnen sich merken kann und die man leider, leider aus diesen Anpassungsvorschlägen zu den internationalen Gesundheitsvorschriften herauslesen kann. Und zwar ganz zweifelsfrei. Ich stehe nachher gerne zur Verfügung den Zeitungen, gebe gerne die Artikel an. Folgende 5 Punkte. Zuallererst ist in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften eingraviert die Befugnis für die WHO aus beliebigem Grund, nämlich bei jeder beliebigen neuen Grippe, in Zukunft einen globalen Gesundheitsnotstand ausrufen zu dürfen. Also was wir bisher schon hatten, das darf sie in Zukunft noch einfacher tun. Und es gibt auch gar keinen Mechanismus, der es uns erlauben würde oder den Mitgliedstaaten, diese Entscheidung zu überprüfen. Also das erste ist globaler Gesundheitsnotstand aus reinster Willkür. Und da kommt neu noch dazu, als neuer Grund und Vorwand darf auch das Klima, CO2-Gehalt in der Luft herhalten. Und das haben gerade diese Woche 200 Gesundheitsjournale, das wurde so gemeldet, was sind Gesundheitsjournale schon, haben eindringlich die WHO aufgefordert, jetzt wieder einen Gesundheitsnotstand auszurufen wegen dem Klima. Also da wird schon Druck aufgebaut aus ganz eigenartigen weiteren Gründen. Stichwort also Außerkraftsetzung der Normalität, Notstand. Das zweite ist, dass die WHO sich ermächtigen lassen will, dass die Mitgliedstaaten sich gegenüber der WHO verpflichten, ihre Empfehlungen durchzusetzen. Also im Moment liegt ein Vorschlag auf dem Tisch. Liebe Mitgliedstaaten, möchtet ihr euch vielleicht verpflichten, der WHO mir gegenüber im Falle meiner Empfehlungen, die noch so irr und noch so gefährlich sein könnten, dass ihr euch mir gegenüber verpflichtet? Und die Mitgliedstaaten haben das bis jetzt so akzeptiert. Das liegt auf dem Tisch seit Ende letzten Jahres, dass sich die Mitgliedstaaten verpflichten, reinste Empfehlungen bisher rechtsverbindlich umzusetzen. Und wie wir gesehen haben, hat ja schon bereits bisher, haben sich unsere Staaten, ganz besonders in Deutschland und die Regierung auch in Österreich, als besonders umsetzungsfreudig erwiesen. Die haben ja bisher schon unverbindliche Empfehlungen ganz brutal umgesetzt, wenn nötig mit dem Polizeiknüppel. Das war der zweite Punkt, Rechtsverbindlichkeit. Der dritte Punkt ist das Unfehlbarkeits- und Wahrheitsmonopol. Aus beiden neuen Vertragswerken, sowohl aus dem neuen Pandemievertrag und aus der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften, müssen wir leider herauslesen, dass der WHO das Monopol auf die Wahrheit zugestanden wird. Das heißt, es soll in Zukunft nur noch darüber berichtet werden dürfen und auch in den sozialen Netzwerken nur das geschrieben werden dürfen, was der WHO passt. Das nennt man Zensur, das nennt man Meinungsmanipulation und so kann man eine gesamte Gesellschaft täuschen und in die Irre führen. Ich frage mich, wenn das die Basis ist für Gesundheitsmanagement, wenn Sie sich vorstellen, Ihr Arzt würde Ihnen die richtigen und erforderlichen Informationen unterschlagen, dann kann doch am Ende dabei nichts Gutes herauskommen. Das ist der dritte Punkt. Wahrheitsmonopol, nur das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Immer noch internationale Gesundheitsvorschriften. Das ist ein Vertragswerk, das übrigens seit 2007 schon in Kraft ist, das bereits jetzt die Basis bildete für das Covid-19-Management und diese Gesundheitsvorschriften sollen ganz, ganz massiv ausgebaut und zu unseren Lasten verschärft werden. Vierter Punkt. Sollte man nicht erwarten, dass eine internationale Organisation, welche sagt, ich will mehr Macht, ich will noch sehr, sehr viel mehr Geld, dass die zuallererst einmal Rückschau hält und uns gegenüber offenlegt, wo sie sich überhaupt in Zukunft verbessern muss. Denn es ist doch ein menschliches Grundprinzip, dass wir aus Fehlern lernen und dass wir niemals Fehler wiederholen wollen und schon gar nicht dauerhaft. Stichwort gefährliche
mRNA-basierte Technologien, Experimente, wo man den Menschen die Wahrheit nicht gesagt hat, dass man Menschen unwürdig die Menschen in die Impfung getrieben hat, dass man unglaublich viel Geld ausgegeben hat und Menschen die Existenzbasis entzogen hat, weil man sie nicht mehr hat arbeiten lassen während überlanger Lockdowns. All diese Dinge wurden von der WHO nicht einer kritischen Überprüfung unterzogen. Und jetzt kommt es, auch in diesen angepassten Vorschriften ist nicht vorgesehen, dass die WHO sich irgendeiner Rechenschaft, irgendeinem Überprüfungsmechanismus unterziehen lassen will. Das heißt, sie machen, was sie wollen, von Genf aus. Ein, zwei wenige Leute entscheiden hier, gestützt auf die Anregung ihrer Sponsoren. Und es wird keine Korrekturmöglichkeit geben, wenn wir sehen, mögen die Impfungen auch noch so schädlich sein, mögen die Maßnahmen sich auch noch so katastrophal auswirken. Wir haben keine Chance, auf den Stoppknopf zu drücken und die Maßnahmen zu korrigieren. Und der letzte Punkt ist die totale Immunität. Und ich frage mich, wenn Sie einer solchen Organisation so viel Macht geben und sie ausstatten mit dem Unfehlbarkeits- und Wahrheitsmonopol und wenn Sie sagen, alles, was diese Organisation macht, das muss durchgesetzt werden. Und diese internationale Organisation muss sich auch keiner Überprüfung stellen. Und wenn Sie dann auch noch sagen, ja, aber sollte trotzdem herauskommen, dass unglaubliche Schäden entstanden sind für die Volkswirtschaften und für die Menschen, und das sogar über längere Zeit und über besseres Wissen. Und wenn Sie dann auch noch sagen, trotzdem schützen wir die WHO vor jeglicher Verfolgung, ja, dann hat doch eine solche Organisation überhaupt gar keinen Anreiz, sich um unsere Gesundheit zu kümmern, sondern sie macht nur das Ding ihrer Sponsoren. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Und jetzt habe ich einen Punkt noch gar nicht erwähnt. Menschenwürde, Menschenrechte. Und ich frage alle Anwesenden hier, was haben die Menschenrechte überhaupt noch für eine Chance, geschützt zu werden, wenn wir in Zukunft in einem Regime leben müssen, wo sich eine Clique von Leuten aus dem Pharma-Business aus nichtigem Grund und rein willkürlich selbst ermächtigen darf, uns dann vorschreiben darf, was wir zu tun haben, was wir zu nehmen haben, wie lange wir zu Hause zu bleiben haben, uns auch die gesamte Wahrheit aufdiktieren darf. Wenn also die Richter mit anderen Worten nur eine Wahrheit hören, wenn in der Wirtschaft, in der Wissenschaft nur in eine Richtung gedacht werden darf, ja, dann kann es gar keinen wirksamen Grundrechtsschutz mehr geben. Denn ein wesentliches Grundprinzip bei uns, bei den Juristen in den Gerichtsverfahren ist, es muss immer auch die andere Seite gehört werden. Audiatur et altera pars gilt seit den Römern. Und das auch will die WHO auch außer Kraft setzen. Und deshalb ist dieses Programm ein Programm zur Außerkraftsetzung der Menschenrechte. Und auch deshalb müssen wir diese Anpassungen ablehnen. Prima.